stehen. Ich kenne beide Spieler nicht. Weiß nicht. Ich habe gegen Zenga auf jeden Fall schon gespielt. Er spielt auf jeden Fall schon gut. Zinsel kann ich nicht einschätzen. Brent vom Matchup her würde ich vermutlich auf Minimum setzen. Also auf Zenga. Aber das ist wirklich nur ein Charakter für die Fisch. Dann bist du genau gegen den Chat. Chat 261 gegen den Chat. Okay, Zinsel hat auf jeden Fall seine Fans und seine Believer. Bin ich mal gespannt, ob er euch mit dem Teil zu überzeugen kann. Ja, auf jeden Fall. Am Anfang sieht es aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ja. Minde versucht einfach möglichst weg von Ice Climbers zu bleiben. Ja, Ice Climbers wollen auf jeden Fall reingehen. Ich bin gespannt. Ist doch Brandenburg Nummer 1. Er ist vielleicht der beste Spieler Brandenburg, vielleicht ist es auch Basti. Ja, okay. Gut zu wissen. Ich war halt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr inaktiv. Ich war lange nicht ist mehr. Nur ein Meme wegen dem Smash-Pokal, falls du es mitbekommen hast. Ah, okay. Da hat Brandenburg ganz knapp gegen Bremen verloren. Oh, okay. In Bremen, ja. Und alle haten Moodle, weil Moodle ja nicht angetreten ist für Brandenburg. Ah, der ist. Und jeder andere ist jetzt bester Spieler Brandenburg außer Moodle. Ja, verständlich. Okay, ja, der Start-up-Match ist genau wie du ihn predicted hast. Ja, der F-Smash mit den Megawatts, der hat so reingehauen. Wie geht's dir das Edgeguard? So gefährlich. Genau an der Stelle weiß ich ja nicht, was ich tun soll. Ob ich da überhaupt eine Chance habe, irgendwas zu machen. Ich habe das Gefühl, S-Climbers kann nur hoffen, dass niemand irgendwie verkackt. Mal schauen. S-Climbers hat auf jeden Fall Potenzial, mit nur einem Hit Stop zu ziehen. Okay, sehr guter Smash. Das wird kuscheln. Du kannst doch mit Wettenmeier jetzt, mach es einfach und dann müssen wir später nur die Punkte verteilen. Du kannst mitwetten. Und der Hälfte reicht, um ihn rauszuhauen. Okay. Eins der Glied, noch gespannt. Ist auf jeden Fall noch possible. Wir haben alle schon mal Ice-Climb bei Twitter-Kombos gesehen. Oh, hier ist der Start. Okay. Oh, geht das weiter? 80%? Nicht schlecht. Oh, der Eisblock. Wow, krass. Okay. Nice. Das ist natürlich jetzt nicht das. Das ist direkt wirklich ein kleiner Kombo zurückgeholt. Und jetzt hier ein neues Opening. Nochmal 50%. Boah, er muss aufpassen. Oh! Ist er tot? Oh, er kommt hoch. Okay, er ist wieder on stage. Das ist huge. Er ist wieder on stage. Das ist sehr huge. Nice! Gibt's viele Leute? Ich hab noch nicht genug gefunden. Aber die Leute. Das wird nochmal klar. Nana überlebt. Nana überlebt, das ist huge. Nana muss überleben. Jetzt sind sie, es geht am Pressern. Er darf halt nicht so viel Stage Control aufgeben. Oh, jetzt ist es richtig schwierig. Hier. Und das Game 1. Zenga. Krass. Das ist halt, Mann. Das ist ein guter Set. Ich drück mal auf 1, bitte. Ja. Kannst auch auf 1 drücken. Auf 1 drücken. Ja. Gibt auch einen Punkt. Ja, ich hab dran nur gegen Missing nehmen gewonnen. Okay. Sly am Loser Bracket. Darf jetzt im. Das ist schon. Ne, den Losers Quarters, ja. Darf von Losers Quarters gegen Shackles spielen. Ist hier schön, oder? Ja, ja. Das ist interessant. Die spielen auf dem Setup hinten schon. Oder? Ja, okay, die spielen schon. Alles gut. Sehr sinnvoll. Und wir haben wieder Route 2.9. Sehr schön. Sehr entspannte Musik. Bin mal gespannt, wer von den beiden die Musik mehr bevorzugt. Same. Wer denn nicht? Also der Anfang vom Game sieht auf jeden Fall so aus wie letztes Game. Die Zenga mit dem guten Lied hält beide Ice Climbers weg. No, Nana, das hat sie getan. Ich bin nicht hochgekommen. Mega Watt, das ist hart. Okay. Oh, aber kein Problem. Sind sie aber auf jeden Fall schon weg behind. Drei Abwehr schon nicht so viel. Good Nintendo. Nee, ich bin der Linker. Ich bekomme da noch ein neues Opening. Also, ich kann es gut verstehen, so.
würde mich freuen, wenn das halt auch zu Game 5 geht. Das ist halt. Ich hoffe halt, du Breath of the Wild weißt, dass. Okay, Blizzard. Sengo, gönn dir den Reichtum. Okay, Landing Upfield. Okay, das war ziemlich nice. Die Rolle zu covern. Ja, das freut mich, das ist so. Das ist wirklich. Dankeschön, dankeschön. Ich hab mir vorgenommen, bei Smash and Shit zu kommentieren dann. Das wird cool. Da freue ich mich schon. Okay. Es bleibt weiter knapp. Aber sehen wir mit der Stage Control. Die beiden Arme von Nimmen. Es ist schon hart. Es ist wirklich hart für Ice Climbers da reinzukommen. Man möchte reinjumpen, aber dann jumpt Nimmen einfach selber und haut ins Gesicht. Was macht man da als Ice Climbers? Einfach den F-Smash gedodged. Oh, okay, die Abwehr killt. Das war huge. Endlich den ersten Stock bekommen. 116% though. Hier. Nimmens F-Smash ist sehr stark. Da muss man echt aufpassen. Das ist eine sehr starke Auto-Shit-Option. Wow. Sengu jetzt einfach. Aber benutzt einfach beide Arme, um beide Ice Climbers wegzuhalten. Das ist schon ein toughes Match. Oh, jetzt hier vielleicht? Nana war leider nicht ganz in Position. Mein Lieblingsfaktor im Sieg ist die, wenn man erst in den Kampf kommt. Okay, jetzt wurde gepunished, sehr schön. Jetzt auf jeden Fall competitive, er lässt sich hier nicht einfach wegschießen. Ja, das ist tough. Das ist wirklich tough. Hast du schon gespielt von deinem Spieler? Nee, dann kommt ganz am Anfang, dass das als. Ja, er haut einfach beide Ice-Climbers weg und. Oh, nice, er rettet Nana, aber. Der Stelle. Zu hart. Zu hart. Das ist zu hart. Krass. Was können wir mit 6? Also, was kann sie machen? Ich weiß nicht. Das ist weird. Wie gut, dass sie einfach auf Range halten kann. Ja, es ist wirklich hart. Sango ist wirklich gnadenlos. Bam. Strong. Das Problem ist, er kann den einen Ice-Climber nicht mal nutzen, wenn der Dragon von draußen ist, mit dem Dragon Laser. Weil er so weit weggehalten wird. Okay, den was Smash will, ist ein guter Pick. Dance Stage. Schön versuchen, jetzt hier einfach die ganze Zeit zu pushen. Das ist, glaube ich, wirklich. Wenn Sinse keinen anderen Charakter hat, dann ist, glaube ich, wirklich seine beste Option, jetzt einfach hardcore Pressure zu gehen. Einfach nicht Nimmen erlauben, Stage Control und Pressure zu gehen. Weil sonst ist das, glaube ich, einfach vorbei. Es ist auch so krass einfach, dass Nimmen kann Nana Combo und ist gleichzeitig auch safe gegen Popo. Es ist so heftig. Auch beim Edge Guard, hast du das die ganze Zeit gesehen? Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall. Nice. Das ist wichtig. Das Momentum muss er jetzt mitnehmen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihn sehr stoppt hat. Das ist sehr huge jetzt. Das könnte actually theoretisch das ganze Set klären. Wenn man hier jetzt noch ein gutes Opening hat. Das ist halt wirklich eines der besten Tools von Ice Climbers hier. Ich hasse den Bauern als Bowser-Man auch so sehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir kennen ihn ja schon bei Full Charge bei 60%. Ja, ist so stark. Das ist gerade singen, weil das so stark. Also, da muss ich nur den Dragon Laser ausweichen in den freien Feierabend. Das ist dead. Aber Popo ist noch alive. Und der hat echt viel Damage bekommen. Also das sieht dieses Game echt gut aus. Bisschen Zell, Backstrow, kriegt man nicht. Okay, aber gutes Setup mit der Abi. Ich finde immer, Mimmi ist Backdoor aus richtig spät. Krass. Wenn du nicht jumpst, kann er sich selbst bei 0% zukommen. Ja, mit dem Dragon Laser. Yep. Aber ich finde, der sieht immer richtig stark aus, dass er killen sollte. Und dann killt er aber nicht so. Das hat ja Hypersense. Ja. Aber die Abwehr war richtig. Aber Backdoor on Ledge, das ist eine widerliche Sache. Vor allen Dingen online. Ja. Das ist. Mein Doubles-Partner ist ein Min-Min-Spieler. Min-Min-Pomelo. Denkst du, wie schlimm das ist? Ja, aber ich weiß, Min-Min-Doubles stelle ich mir richtig eklig vor. Min-Min-Bowser-Doubles? Das ist.
Linden wird aber jeden killen. Keine Ahnung. Linden ist krass und der los. Boah, der Dragon Laser hit Stanford immer ganz nett. Und, und was macht Nana? Nana hat sich einfach erstellt, ich glaub es nicht. Oh mein Gott, ja, das war's, oder? Ja. Krass. Alright, 67%. Mal schauen. Ein bisschen, dass er nochmal sein Opening bekommt. Oder ob sein Game ist einfach outzoned und dann mal rausholt. Okay, der Grab. Der hat kein Follow-up ready. Okay. Jump, oder? Self-Recovery. Er muss aufpassen mit den Smashes. Die sind zwei, aber die sind auch risky. Oh, S-Block. Okay. Das ist ganz spannend. Wow, was für ein Setup. Hat man einfach durchgeschildert. Rübergejumpt. Und das war's. Nice. Okay. Und er bekommt seinen ersten Win. Und dann Black Swans. 2-1 zu Zengo. Du hättest auch Bock auf ein Game 5, oder? Ja, übertrieben. Gib mir Game 5, Boys. Ich nicht. Du bist ein Rest, sollte stoppen. So, der Schack des Fleisch, ich bin auch schon. Aufs Film. Das geht. Das ist nur Winners, was nachher wieder aufhält. Das geht alles nicht besser. Willst du mich ärgern? Nein. Noch zwei Games hier. Und dann zocken wir. Smash again. Mach das alles mal bitte schnell, können wir nachher auch noch eine Runde spielen. Ich gebe mir Mühe. Ich habe lange viel gespielt. Okay, fürs erste haben wir jetzt Game 4. Meistens ist die Minden. Ich bin froh, dass kein Drillo geworden ist. Ich würde jetzt halt auch nicht gut verbracht, oder? Nee, leider nicht. Ich bin nicht richtig. Ich bin auch davon zu spielen. Ist happy. Abwehr fair. Okay, direkt mal. Yo. Das war so ein Big Range von beiden. Der Eisblock, der war die fair, um den Eisblock auszukontern. Richtig smart. Nice. Ich brauch dann Matchup Experience. Ja. Eisblocks. Der Blizzard ist so gut. Nicht verkehrt. Irgendwie den Jump verloren, I guess. Und das ist actually schon wieder Shield. Schon wieder ein guter Stock für Viehzeit. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht nach dem 2. Oh, let's go, hier sind die Kombos. Oh, leider. Oder was heißt leider? Er hat. Ich will Game 5 haben. Aber er hat den Fuß zu die 1 anderen Seite, das war sehr gut. Sehr optimal. Ja, aber trotzdem, hat den jetzt schon gelehrt in Prozenten. Ist aus dem Wizard heraus? Kein Follow-up. Man macht einen guten Anruf. Gleich wieder. Oh, und die Becker. Krass, krass. Oh, hey, heftiger League für Sensei. Das ganze Set wird nochmal richtig spannend jetzt, ja. Ich dachte eigentlich echt noch gern zwei so, okay. Das war's jetzt. Aber jetzt sind sie einfach zweimal fette Kombos draufgehauen. Dann einfach gelatscht wird. Und es ist wirklich so, wenn Linden keine Stiff-Control bekommt, dann ist es auch schon Struggling. Aber wenn sie die Eisplan erstmal weghält die ganze Zeit, dann ist es egal. So, meiner Richtung ein Punch. Das wird jetzt gefährlich. Sind sie ja nicht so viel vorankommen. Dann muss man retten. Das ist so heftig. So convenient having two long arms. Yeah. Literally one arm for each time. Halt dir einfach nur die Spider. Wir sind wieder zusammen. Ja, 100% dafür bekommen wir uns nicht wieder getrennt. Aber nicht vergessen, Sensei hat noch einen Stock danach. Also jeden Prozent, der bekommt, ist gut für ihn. Nur recht noch nicht ganz. Nana ist tot, aber nicht überleben. Okay. Und wir werden getradet. Die Megawatt mehr. Okay, jetzt geht's um alles. Kannst du uns wieder Game 5 holen?
Ganz nicht fair. Das wäre so billig, wenn das gehen würde. Aber trotzdem scary. Die Ausblöcke sind für alle Tether-Charaktere richtig gruselig. Wenn man einmal von einem Eisblock getroffen wird, dann kann man einfach nicht mehr recoveren. Oh, Lizard? Oh, wow, so viel Damage und fair. Krass, krass, krass. Game fucking fair. Nice. Nur aber crucial, okay. Die beiden Games, die Cynthia gewonnen hat, waren beide auf Smashville. Okay. Und sie haben gerade Smashville gebannt. Aha. Das heißt, Cynthia muss jetzt auf einer anderen Stage zeigen, dass sie auch da gewinnen kann. Was? Das kommt Town and City, wenn ich es richtig gesehen habe. Was? Sollen wir uns eigentlich die Stage wählen? Ja, er hat doch gerade verloren. Schon, aber... It doesn't matter. Oh, sorry. What was it? I think you did the stage. I have to win and you have to take the stage. Oh. Yeah, because so, you lost. Oh. It's fine. Hey, hey, hey. It's fine? Yeah, okay. That's for the power. Okay. Apparently it's fine. And we are just gonna roll with it. Yeah, even between... This minion player is nice. Nice. Ooh, Falco. Subscribe. Oh, Falco, Tier 1 Subscription, danke man. Shoutouts an dich, ich hoffe dir geht's gut soweit. Ich hab mich gehört. Mit dem Emote. Ja. Mit dem geilen Emote, habt ihr es gesehen? Danke. Nee, Emotes. Muss man auf das Emote klicken. Das ist ein geiles Emote, haben wir hier. Da unten das gute Brexit-Face. Nice. Perfekt, perfekt, ja. Danke für deinen Support auf jeden Fall. Wächst du freut sich garantiert und die Community dankt dir. Was? Okay. Okay, okay, Game 5 noch gewonnen? Ja, zu Game 5. Den Backthrow mit einem F-Smash gecountert. Oh. Und der hat noch Nana gerettet, aber dadurch war er offstage und dann wurde Nana getroffen, wenn es der gestorben wird. Das wird richtig crazy. Ich hab gar keinen Plan, wer gewinnen wird. Das wird richtig crazy. Das ist echt groß. Der okay, Dampf aus Smash, Side-Ding. Er drückt ja Reverse mit dem Side-Ding. Ey, jedes Mal, wenn S-Cam mit Offset ist, so, so gefährlich. Das kann ja auch wieder Switch haben. Oh, Catch and Jump! Das könnte. Okay, lass mir einen Cavern. Let's Trap. Catch schon wieder die Rolle. Sammy muss ein bisschen aufpassen, das ist schon öfter passiert. Okay, wieder Grab. Die haut dann gar nicht mehr rein, interessant. Oh wow, Framecap mit der Decke, kriegt den Stop. Und jetzt Last Stop für Sengo. Jetzt wird uns ja alles zeigen. Du musst auf jeden Fall die beiden als kleines trennen. Und wieder in seinen Arm, deinen Arm. Kombo! Kombo? Oh, fast hätte er den Gap verlaut bekommen. Das hätte echt schon sein können. Ich hätte selber uns verkehrt bekommen. Mit Nana. Interessant, dass Sengo versucht, Popo anzugreifen. Ich finde, man sollte immer versuchen, erst Nana anzugreifen. Weil sie meistens ein Free Target ist, wenn sie rumliegt. Oh, was für ein guter Eisblock. Das ist ein genius Setup. Oh, Freeze noch nicht mit dem Blizzards. Aber jetzt wird es richtig, richtig knapp. Sengo muss jetzt alles geben, was er hat. Er muss unbedingt irgendwie einen Kicken Hit landen. Und es ist noch ein Doable auf jeden Fall. Aber der Laser. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Oh, okay, er hat noch seinen Double Jump. Okay, und jetzt. Last Game, Last Stock. Also einer von beiden. Auf jeden Fall. Eine Combo wird schon machen. Einer von denen hat immer 30%. Nana sich umentscheidet. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt einmal sich dafür bekommen, ist noch nichts entschieden. Diese Eisgänge sind getrennt. Oh. Oh, das ist geil. So, guter Punish. Ich dachte, er wäre safe auf der Plattform, aber war es auch nicht. Oh, und die Absolute. Oh mein Gott, boah, das Set. Oh mein Gott. Gegen Game 5. Oh, shit. Habe ich euch zu viel versprochen? Krankes Set. Well done, we're back, guys. Damn.
Heftig, 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 Mann. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, mit dem Rough 3-0 gegen Women.